Ein herzliches guten Tag und willkommen zu einem neuen Pack-Opening auf meinem Kanal. Es ist Ewigkeiten her und jetzt habe ich mich entschlossen, ein neues Video aufzumachen. Wir haben einen Live-Zuschauer diesmal, sie ist nicht die Kamerafrau. Und ja. Ich habe das Zeug besorgt. Sie hat das Zeug besorgt, die hat es mir mitgebracht. Also, es handelt sich eigentlich, wie ihr den Titel schon sehen könnt, um die Gala-Kollektion. Mit den ersten Karten von den Gala-Pokémon. Davor noch ein kleines Shoutout ans Pokémon Center Singapur. Dort haben wir von einem sehr reizenden Männlein von, ja, ist jetzt so wurscht, haben wir das mitbekommen, also mitgebracht bekommen. Wenn ihr Interesse habt, das zu sehen, was da drin ist, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Die Karten sind schon geöffnet, das muss ich im Voraus auch schon sagen. Aber wenn es euch trotzdem interessieren sollte, dann schreibt mir einen Kommentar, dann zeige ich euch, was hier in dieser Pokémon Center Singapur Tüte auf jeden Fall drin ist. Unter anderem war der hier drin. Aber fangen wir nun an mit der Gala-Kollektion Chimpep. Hier haben wir zum einen 4 Booster-Packs, die wir hier sehen. Die 3 Gala-Starter, Hoplo, Chimpep und Memeon. Den Chimpep eine Pin, also weil das hier die Chimpep-Kollektion ist, ganz klar. Das gibt es auch von Memeon und Hoplo. Ihr seht meinen Schatten, weil es ist dunkel. Und hier Zacian V oder V oder wie man das aussprechen mag. Nur um es kurz in zu sagen, gigantischer Version. Ich habe Chimpep genommen, weil er ja als Starter auch Chimpep genommen hat. Ich habe Chimpep im Spiel genommen. Verurteilt mich nicht. Aber ja, mit ihm habe ich meine Reise in Gala gestartet. Deswegen hat sie sich gedacht, ey, yo, nehm mal Chimpep mit. Finde ich auch so. Also ich finde die Entwicklung ist okay, die Endentwicklung. Die anderen sind auch okay. Nur die Wasserentwicklung finde ich nun so vom Aussehen her nicht schön. Ja, naja. Aber, ja. Dann sind wir mal ehrlich. Machen wir das einfach mal auf. Welches Frauenherz erwärmt die Memme am Anfang nicht? Ich meine, ich sag wirklich, das ist nicht die Memme, weil der hat ja einfach da gesessen und geheult. Ja, Memeon ist schon süß, aber Ich hätte Memeon genommen, eindeutig. So, also wie, einfach nur, weil er geheult hat. Innen drinne ist die Schachtel orange. Wieso, weshalb, warum, fragt mich nicht. Das ist ungeklärt. Bis auf weiteres. So, jetzt muss ich hier mal schauen. Ach, hier haben sie das so gemacht. So, erstmal. So werden die neuen Karten aussehen. Es wird dann keine X- oder GX-Karten mehr geben, sondern nur V und V-Max. Das ist so eine Karte, wie sie in Gigantisch aussehen würde. Von Zacian, diese Karte wird erscheinen in dem ersten Set von Schwert und Schild. Ja, hier steht ja so schon was. 138 von 202. Ist ja krass. Ja, man sieht auch hier die Änderung, das Copyright-Zeichen, das ist jetzt hier unten in diesem Balken mit drinne. Dann haben wir die V-Regel, wenn es kampfunfähig ist, nimmt der Gegner 2 Preiskarten, also wie eine X-Karte oder eine GX-Karte. Es hat 220 KP für ein Basis-Pokémon. Ist das okay? Wobei man auch hier nicht wirklich sieht, ob es Basis oder was auch immer ist. Also es steht nicht wie sonst da. Ja, und sonst couragierte Klinge. 230 Schaden. Während des nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. Ja, für den Schaden. Es ist okay. Ich würde es so einschätzen als mittleres Oberfeld. Weil zweiten Zug nicht angreifen. Es gibt Pokémon, die machen 230 Schaden und können danach nochmal angreifen. So, gucken wir uns nun die Starter an. Die Starter, die gucken wir uns jetzt an. Die holen wir hier raus. So, 1, 2, 3. Die sind so zusätzlich mit so einem Plasteteil befestigt hier, dass man die schön rausnehmen kann, ohne sie irgendwie zu knicken oder zu biegen oder was man da auch machen kann. Oh, ich hätte Kopfhörer. Und die sind lustigerweise keine Promokarten. Das sind auch hier von 202. Scheint wirklich das erste Set zu sein. Aber da steht auch so ein D mit dran. Also so werden die Karten aussehen von den neuen Sets von Schwert und Schild. Man sieht hier bei den Energien, die sind jetzt ein bisschen weiß umrandet. Sieht aber wirklich schön aus. Und wenn das wirklich so, wenn die Holos so aussehen, so mit Strahlen so, dann kann ich mir das echt vorstellen, wird das richtig hammer nice werden. Ja, nur zu Interesse, Schwert und Schild, die Sets erscheinen ab nächsten Jahr denn ungefähr. Es gibt zumindest auch schon die erste V-Box von Mauzi, die soll im Januar erscheinen, Anfang Januar. Ja, mal gucken, ob man das dann öffnet, das ist ja schon richtig aufregend.
Es ist alles nice gemacht. Ja, ja, jetzt wird mir hier auch noch geschrieben. Ihr hört Summen. Sehr nice. Ich habe vergessen, lautlos zu stellen. Nehmt meine Entschuldigung. Ach nee, da steht doch Promo. Aber nur da steht Promo. Chimpep ja, ist die Promo. Weil das hier die Chimpep-Box ist. Chimpep ist Promo. Bei den anderen wird wahrscheinlich, wenn du die Hoplo-Box nimmst, bei Hoplo-Promo stehen. Und also man sieht hier. Nimmst bei Memeon. Chimpep ist Promo. Kann wirklich sein, wegen diesen Kollektionen, wegen der Box. Ich stelle sie erstmal hier provisorisch hier hin. Na gut. Okay. Hier haben wir die PIN. Sieht natürlich mal wieder hinten ultra edel aus. Mit diesen ganzen Pokébällen. Ganz lustig. Kann man sich irgendwo ranstecken. Der kleine Chimpep. Richtig süß. Ich versuche das so möglichst scharf hinzulegen. Wirklich süß. Chimpep! Den stelle ich mal auch hierher. Na gut, den seht ihr jetzt nicht. So, dazu haben wir 4 Booster. Und zwar haben wir 2x Welten im Wandel. Beide mit Solgaleo und Lunala. Einmal Sonne und Mond Base Set. Das erste Set von Sonne und Mond, dem Zyklus. Und Sonne und Mond Bund, der Gleichgesinnten. Ich würde sagen, wir legen einfach mal nicht chronologisch los, sondern erst beginnen wir mit dem letzten Set, dann mit dem ersten, dann nochmal Welten im Wandel und Bund der Gleichgesinnten, weil ich das besonders wenig geöffnet habe. Ja, war nicht so meine Primetime der Pokémon-Karten. Muss man dazu auch sagen. So. Ja, 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 wir reißen es auf. Von Welten im Wandel habe ich lustigerweise, oh Gott, guckt euch das an, ja, die Booster werden immer besser. Von Welten im Wandel habe ich, glaube ich, ein Booster aufgemacht und da war eine GX drinne und eine, ja, so eine alternatives Art von Stalos. Jetzt habe ich es. Es ist schon zu spät am Tag. Ich kann nicht reden. Mehr vernünftig. Das wird einfach nichts. So, wir haben eine Wasserenergie. Lillys ganze Kraft. Die ist auch wichtig für Sogala Lunala GX Tag Team. Turner aus der 5. Generation. Ewigkeiten her. Plibrin. Dann haben wir einen Trasler. Zankabu. Ein Seemops. Waumboll. Ein Bautz. Wie süß. Eine Reverse Holo Superfänger. Und Romborg. Mit Schatteneinschlag. Ist aber anscheinend keine starke Karte. Die sieht mir so von den Effekten her nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. So, jetzt beginnen wir mit Sonne und Mond. Ja, Sonne und Mond, das waren Zeiten, als da die Sets rausgekommen sind. Meine erste GX-Karte war ein Lapras, weil da waren da so Gerüchte, dass man die Packs, dass die immer nach einem gleichen System in den Displays drin sind. Und das habe ich versucht gehabt, weil ich da voll dran geglaubt habe. Aber ich glaube, das war nur in den USA so, dass das mit diesem Trick funktioniert hat. Aber lustigerweise hatte ich dann trotzdem meine erste GX-Karte drinne und das war Lapras. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ja. So. Machen wir weiter. Was ganz was anderes. Eine Unlichtenergie. Pelipper. Der Hyperball. Corazon, als es noch nicht tot war. Dratini. Sankabu. Da musst du auch erklären, warum es gestorben ist. Bubungus. Niemals. Imantis. Geweiher. Eine Reverse Holo Hypno. Und Kolossant. Leute, helft mir auf die Sprünge. Gibt's nicht in Star Wars einen Planeten, der Kolossant heißt? Nein, Kolossant. Mit C. Kolossant wird auch mit C geschrieben. Kolossant. Kolossant. Ach, mit R. Ja. Bestätigt mir das bitte in den Kommentaren, ob das wahr ist. Manchmal kann man ihr nicht glauben. Das heißt Kolossant. Wie das Pokémon. Das haben sie von Pokémon geklaut, aber das gibt's ja länger. Könnt ihr mir sagen, Wasserwald. So. Welten im Wandel. Wir sind im Wandel. Im Wandel der Zeit. Hier. Coruscant.
Bitteschön. Ja, es ist ja, ja, ist ja gut. Nicht so aufgeregt. Eine Pflanzenergie. Wie Brava. Es gibt auch Libelta GX hier in dem Set. Superfänger. Das Dragium Z Drachenklaue. Das kenne ich ja noch gar nicht. Das kann man anlegen an Pokémon und dann kannst du diese Attacke einmal ausführen. Ist wie eine, wie heißt es, wie eine Z-Attacke im Prinzip. Dann haben wir Natu. Knackleon. Nochmal Seemops mit einem anderen Art. Niedlich. Und eine Helmutino. Quartermack. Bautz. Golgantes. Und ich sehe was Feines. Arceus, die Alga und Palkia GX. Zeig. Wie geil. Mit vollendeter Strahl und veränderte Kreation. Hier, guckst du an. Oh, hab ich die gut gezogen? Hast du sehr schön gezogen. Gut gekauft, ja? Sehr ja. Schön. Sehr gut. Stolz auf mich. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist so eine relativ gute Karte. Durchsuche dein Deck nach 3 Basisenergiekarten und lege sie beliebig an deine Pokémon an. Ist der vollendete Strahl richtig krass, Accelerator. Und veränderte Kreation, das muss ich mir mal ranhalten. Es ist schon so dunkel hier. Für den Rest des Spiels fügen die Attacken deiner Pokémon dem aktiven Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Wenn an dieses Pokémon mindestens eine extra Wasserenergiekarte angelegt ist und das aktive Pokémon deines Gegners durch Schaden jener Attacke kampfunfähig wird, nimm eine Preiskarte mehr. Durch Schaden jener Attacke. Ja, aber es macht doch keinen... Ja, aber es macht doch keinen... Hä? Es macht doch keinen Schaden. Oder meinen die den Zusatzschaden? Das verstehe ich. Klärt mich mal bei diesem Arceus die Alga Palkia auf. Ich verstehe das nicht, weil veränderte Kreation macht ja keinen Schaden. Oder meinen die damit den Zusatzschaden, den man mit dieser Attacke macht? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Helft mir, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen verwirrend, aber die Karte sieht wirklich nice aus. Die hat auch ein bezauberndes... wie heißt es? Ist eine bezauberte Rainbow Rare und alternatives Artwork. So, eine Kampfenergie. Dann haben wir hier Jan Mega. Mega! Die ohrenbetäubende Glocke. Pyrus Quiz Show, die wurde sogar verboten in Turnieren, weil ich glaube, der Ausgang ist komplett random und so. Oder die war irgendwie nicht geeignet für Turnierformate. Fenelu. Watzapf. Dratini. Mangunior. Janma. Für Jan Mega läuft. Hier haben wir einen Reverse Holos Nibel. Das hat man gerade gar nicht so erkannt. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Was habe ich denn? Ich werde nicht mehr. Was habe ich denn mitgebracht? Eine Rainbow Rare. Reinschu. Oh, wieso? Alter. Chimpap Kollektion. Alter. Wie geil. Du musst mich umarmen dafür. Nach dem Video. Wie geil. Und die fühlt sich immer so gut an. Das fühlt sich wirklich toll an. Raichu und Raichu. Die Alola-Version und die Kanto-Version. Ich hoffe, dass euch dieses Opening Spaß gemacht hat. Mindestens genauso sehr wie mir. Ich werde die jetzt alle schön in mein Album reinpacken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes, abonniert, um mehr von Pokémon zu sehen. Ich verabschiede mich und wir hören und sehen uns bei nächsten Pokémon-Videos. Bis dahin und macht's gut, euer Xetra.